Leeds im Norden Englands 1977. Mitten in die Hochzeit des Punk gründet eine Gang aus 4 Studenten, Andy Gill, John King, Hugo Burnham und Dave Allen, die Gang of Four und damit gleich eine der wichtigsten UK Post-Punk und New Wave Bands aller Zeiten. Ihr Sound? Schnodderig, funky, minimalistisch, mit Elementen aus Dub und Reggae und einem alles beherrschenden Offbeat. Die Blaupause für all die Bands, die später folgten. All die Franz Ferdinands, Futureheads und Rakes, die sich Jahre später ihrer erinnern würden. Economic circumstances, the body is good business. 1979 erscheint ihr erstes Album Entertainment, dessen Titel auch gleich mal in die Irre führt. Um Unterhaltung geht es den jungen Männern nämlich nicht. Es geht ums Aufdecken von sozialen und politischen Missständen. Es geht ums Wachrütteln, was angesichts der zuweilen hektischen Beats auch wunderbar gelingt. Zum Beispiel im Song At Home He's a Tourist, der es überraschend in die UK Top 40 schafft. Nicht der schlechteste Start für eine junge Band und ein kommerzieller Erfolg, wie ihn Gang of Four später nicht mehr erleben werden. Einem großen Publikum verweigert sich die Band nämlich konsequent. Statt Top of the Pops gibt es lieber wenig massentaugliche politische Parolen, den harschen Sprechgesang von Andy Gill und klare Ansagen. Damaged Goods, It's Her Factory, Love Like Anthrax oder To Hell with Poverty lauten die unmissverständlichen und wütenden Songtitel. Nach dem zweiten Album Solid Gold verlässt Bassist Dave Allen die Band 1981. Um sich fortan anderen Projekten zu widmen. Die zurückgelassene Dreiergang verstärkt sich mit Sarah Lee und kündigt schon auf dem 1982 erschienenen Album Songs of the Free an, was sie 1983 vollenden will. Das Album Hard wird für die Band zum Desaster. Glatt gebügelter Funk-Pop, kein Hass mehr und nur noch Kuschelstimmung. Folgerichtig löst sich die Band 1984 auf. Zumindest bis 1988. Dann wagen Andy Gill und John King einen Wiederbelebungsversuch, der 1991 in dem Album Maul gipfelt. Dass 4 Jahre später, also 1995, noch das Album Shrinkwrapped erscheint, ist allenfalls noch für Chronisten interessant. Wer sich aber mit dem Frühwerk von Gang of Four, allem voran dem Album Entertainment, beschäftigt, weiß, warum viele spätere Bands so klingen. Von den frühen R.E.M. angefangen bis zu Interpol. Weil es Gang of Four gab.